Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Christian, ich stelle euch heute für den YouTube-Kanal der Modbox ein Skript vor, und zwar das die schnelle, also schnellere Nachtskript, so heißt es. Dieses Skript wird uns zur Verfügung gestellt von Aqueri, wenn ich es hoffentlich richtig ausgesprochen habe, und da es ein Skript ist, wisst ihr selber, ist es nur für PC und Mac zur Verfügung, also leider alle Freunde der Konsole, bei euch geht es leider nicht. Ja, was ist das für ein Skript? Das Skript macht nur eins, ihr könnt quasi die Tage ein bisschen einstellen, zu welcher Tageszeit welche Spielgeschwindigkeit anliegen soll. Das könnt ihr machen unter Shift links und 0. Dann habt ihr das Fast Night Einstellungen. Das heißt, der Tag beginnt quasi um 6 Uhr. Man könnte auch sagen 6.20 Uhr, 6.30 Uhr, wie man möchte. Also wir gehen von 6 Uhr aus. Tagsüber soll er auf mal 5 laufen und soll auch eingeschaltet bleiben, dass es auch so angenommen wird. Die Nacht soll um 22 Uhr anfangen. Ihr könnt es ja mal runterstellen, einfach mal spaßhalber mal auf 17 Uhr plus Minuten können wir auch einstellen. Ab 17 Uhr geht es schon in den Nachtmodus über und fängt dann an mit der voreingestellten Zeit, also sprich mit der Skalierung mal 200, zu spulen, also die Zeit hochzusetzen. Das muss man auch beides anschalten. Und Tasten und Anzeigen kann man aus- und anschalten, das ist halt nur für das HUD oben, wenn man das sehen möchte, dann kann man das einschalten oder kann man es aus- und einblenden. Ich habe das mal übernommen, ich kann es halt aber zeigen, wenn ich da ziehe, ne? Einstellungen, bla bla. Das ist perfekt. So, ihr seht, wir haben jetzt eingestellt tagsüber 5, also mal 5, und ab 17 Uhr müsste der eigentlich schon in den Nachtmodus gehen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen spulen, dass wir auch da mal dahin kommen. Das spult ab und zu ein bisschen zu fix. Wir lassen mal auf mal 1000 laufen und eigentlich ab, wir machen das auf 16 Uhr und stellen wir es mal runter. Und dann schauen wir doch mal, ob er nicht dann auch wirklich überspringt, so wie wir es ihn eingestellt haben. Ne? Wir hatten das ja eingestellt, ab 17 Uhr soll er ja quasi dann anfangen, in den Spulmodus zu gehen. So, ich hoffe, ich treffe den richtigen Punkt. Ich gehe jetzt mal einmal übers Menü, sicherheitshalber, aber nicht, dass er mir jetzt plötzlich dann die Dings reinhaut. Nein, das soll nicht nachher dann da also quasi jetzt übertreibt. Ja, können wir mal gucken, ob wir es noch ein bisschen beschleunigen können. Nehmen wir es mal 10. Nein, dass wir jetzt nicht jetzt 3 Minuten warten müssen, genau. Und eigentlich müsste gleich ab 17 Uhr müsste der eigentlich oben direkt umspringen auf die voreingestellte Nachtruhe und dann müsste er spulen. Na komm. Genau, und ihr seht, so wie wir es eingestellt haben, auf 200, jetzt springt er auf 200 und die Zeit läuft schneller. Heißt eigentlich nur, dass wenn ihr zum Beispiel so Projekte macht, wo ihr sagt, okay, wir arbeiten von morgens 6 bis um 22 Uhr, so wie bei Bilde zum Beispiel haben wir das, dass wir halt von der Helligkeit tageshell bis zu 22 Uhr ist halt in Anführungszeichen ein Tag. Da wird auf 5 gespielt und ab 22 Uhr wird halt gestoppt und wird einmal durchgespult auf den nächsten Tag, um dann wieder morgens halt weitermachen zu können. Und das könnt ihr quasi rein durch so einstellen, damit kein anderer jetzt da in irgendeiner Form was ändern kann. Und über dieses Menü seht ihr ja, Umschalt links 0 ist die Einstellung klar und mit Umschalt links 7 und 8 könnt ihr das rauf runter setzen. Das heißt jetzt hier mit 7, ne, seht ihr das, könntet ihr jetzt auch noch, wenn, ich will es ein bisschen beschleunigen, weil das dann doch zu langsam und zu lange dauert, könnt ihr es dann auch so umstellen, ohne dass ihr wirklich ins Menü müsst und es dann da einzustellen. Ja. Mehr gibt es zu diesem Skript eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Skript findet. Würde mich über jeden Kommentar freuen. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Mods zu verpassen. Würden wir uns natürlich freuen. Ne? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christa von Modbox. Ciao.